Willkommen zurück zu Halo Anniversary. Das ist Folge 6. Die Abendplanung ist mehr oder weniger geklärt. Also gibt es jetzt, wenn überhaupt, nur noch 5 oder 6 Anrufe während dieser Aufnahmesession. Also, ja, seid ihr ja vollkommen gewöhnt. Gut, hätten wir. Let's hit 'em, Charlie Team. Habe ich so viele Gegner, Verbündete schon verbraten, dass wir schon bei Charlie angekommen sind? Ups. Warum? Ich hätte echt gern mal wieder ein bisschen Leben. Wo müssten noch Gegner sein, die ich nur gerade nicht sehe? Die Frage, wie viele habe ich gerade erwischt und wie viele werden versuchen, mich gleich umzubringen? Ja, meine Teammitglieder sind gerade wesentlich sinnvoller als ich. Und da oben ist auch nochmal so ein Stationary Gun. Gut. Die waren echt gerade sinnvoller als ich. Okay, ich renne einfach vor. What could possibly go wrong? Warum denn jetzt nicht? Super. Genau da, wo ich hin wollte. Wo ist der Affe jetzt hin? Da hat er sich versteckt. Das feige Huhn. Gut, hätten wir. Scheiße auf Quickscopen. Es geht auch ohne. Gotta burn, you all gonna die. Okay. So, was will der noch? On approach. Gut, es kommen mal wieder Einheiten. Hoffentlich vielleicht auch endlich mal wieder Lebensenergie. Ja, ich will da rein. Ja. Da. Rein. Da hinten ist Leben. Ihr Penner. Ihr seid doch Wichser. Ich will nur Lebensenergie. Was ist daran so schwer zu verstehen? Okay, den einen habe ich gestickied. Sehr schön. Darf ich jetzt endlich hoch? Das heißt zumindest Checkpoint dann. Ja? 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 Warum nicht? Wo gehen die jetzt hin? Da ist der Gravity Lift. Ich will da hoch. Ah! Was soll das denn? Was soll das? Warum denn jetzt die?
Oh, hier war Lebensenergie. Gut, den ersten habe ich. Die geht aber hier wesentlich leichter drauf als in den späteren Halo-Teilen, oder? Irgendwie, ne? Die haben aber in späteren Halo-Teilen dann bedeutend mehr ausgehalten. Ja? 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 Auf, nach oben! Weiter! Auf! Schneller! Schneller! The Trap Zone is clear! Wie ständig die Soldaten ausgetauscht werden, eben waren da noch zig da. Wo sind die jetzt auf einmal hin? Rennen sie doch rum. Warum krieg ich denn jetzt neue? Mach doch mal Recycling! Wie sie alle schnell hochgehen, nur der Master Chief bleibt unten. Too cool to breathe. Master Chief. Das ist einfach cooler als der Rest. Oh, Rev. Warum kann ich den nicht nehmen? Ah, Elite! Hä, jetzt aus einer anderen Richtung? Hä? Okay. Wo ist denn sein Schwert? Oder konnte man das in den alten Teilen auch noch nicht aufnehmen? Ging es erst in Halo 2? Okay. Picked up 60 rounds. Gut. Hätten wir. Ups. Wieder meine eigenen Leute erwischt. Oh ja, mein Gott. Free and up. You ugly son of a bitch. Okay, und warum kann ich dem sein Energieschwert jetzt nicht aufnehmen? Und krieg von dem nur Assault Rifle Munition? Ja, wie viele muss ich denn hier jetzt noch besiegen? Oder spawnen die jetzt Ewigkeiten nach? Checkpoint done. Okay. Halt's Maul! Area secure, yes. Ja, schön. Setzt euch nur ruhig auf euren Arsch. Home Alarm! So, ist wenigstens irgendeinen erwischt. Außer mich. Was geht denn hier jetzt gerade? So. So, ist gut jetzt.
Der erste Teil war echt knackig vom Schwierigkeitsgrad, auf jeden Fall. Wieder, auf jeden Fall habe ich schon wieder praktisch keine Lebensenergie. Okay, eine Etage nach unten. Wieder mit faktisch keiner Lebensenergie. Und ohne Granaten. Auch immer prinzipiell eher schlecht, in der Halo-Reihe keine Granaten zu besitzen. Maul halten. Gut, hier ist es nicht das, wo ich runter muss. Lieber eine Granate zumindest schon mal. Gut, jetzt muss ich wohl nach unten, ne? So, auf geht's. Puh. Everybody dines. Everybody dance. Immer klug nachzuladen, wenn man nicht weiß, wo der Gegner ist. Hilfe! Ach, Scheißdreck. Ja, weiterhin nur ein Lebensenergiebalken. Nicht so spaßig. Das Problem ist, ich sehe nicht, wo die Elites sind, dass ich die im Vorfeld mal ausschalten könnte mit einer Granate. Gut, ich könnte natürlich einfach mal runterrennen und einfach mal drauf hoffen, dass ich die Tür so rum aufmachen kann. Nee, kann ich natürlich nicht. Das muss doch gehen. Das sagen muss doch gehen. Scheiße. Aber es geht. Gut. Dann renne ich doch schnell einfach dahin und mache dann einfach die Tür auf. Und dann können meine Jungs da ein bisschen was regeln. Was natürlich besser wäre, einfach Lebensenergie kriegen würde. Ja, lasst euch mal schön umbringen. I had that one. Das war schön. Gut. Okay. Ich finde es voll schade, dass mir diese ganzen Wraths nicht verwenden kann. Vor allem kann ich mich nicht daran erinnern, dass die im Original Halo drin waren. Muss ich ehrlich sein. So, das sieht doch ganz gut aus. Stop. Ceasefire. Okay. Mach ich. Die machen sich doch alle nur ins Hemd. Schön. Ganz viele Affen waren hier. Wieder zugemacht. Eine Granate. Ja, scheiße. Wieder meine eigenen Leute wieder halb erschossen. That was mine. Streitet euch. Ich glaube, es sind hier genug Gegner auf dem Schiff. Dass ihr euch nicht streiten müsst. You like that? I hope so. Bam! Ja, die sagen das schon richtig an. So. Checkpoint done. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ist schon vergangen. Es lässt sich ganz schwer bei dem Teil einschätzen, wie viel Zeit da vergeht. Erst 15 Minuten. Okay. Irgendwie bei COD oder so hat man da einen Überblick. Oder auch bei Halo Reach. Dadurch, dass das halt viel straffer inszeniert ist. Das sind ja einfach nur Schießereien.
Und die werden logischerweise irgendwann ein bisschen eintönig. So. Ach, das ist die andere Seite von dem Raum? Okay. Dann geht mir langsam die Munition aus. Scheißdreck. Gut. Hat aber auch keine Lust, mir seine Munition zu schenken, ne? Und ich will nicht auf die Alien-Waffen umsteigen, weil die in dem Teil noch nicht sonderlich gut sind. Ich werde mit der Sniper arbeiten. Ja, komm. Bevor ich unbewaffnet bin. That's how you doing, amigos. Oh, schön. Eat this, bitches. Ja. Amigos, randos. Hab ich vor. Yell if you see anything. Amigos, found them. Yell. Ja, renn zu deinen Freunden, du Pisskopf. Wow. He could be anywhere. Oh nö, so viele Auswahlmöglichkeiten gibt's eigentlich nicht. Scheiße! Immer diese ganzen Granaten. Und ich bräuchte echt langsam mal Munition. Krieg also nur Granaten, das ist ja auch ganz schön. Okay, aber prinzipiell hätte ich gerne die Waffe ausgetauscht, weil die Sniper brauche ich hier drin auf jeden Fall nicht. Was hat die Waffe? Oh, die hat richtig viel Munition, das ist gut. Loading done. Oh, schön. Okay, gucken wir mal weiter. Ah, die Szene ist heftig. So, sterbt! Ihr, nicht ich. Ihr habt das falsch verstanden. Gut. Ersten hätte ich. Ich will da wieder rein. Da, hier, durch. Ausruhen. Ah, Burn. Ja, mach das mal für mich. Ist da viel besser drin als ich. Dass er immer die Waffe dann erst wegsteckt. Super. Ganz toll. So, irgendwo ist noch einer. Da oben ist noch ein Elite. Also hat doch die Sniper ganz gut. Ja gut, hat ja so funktioniert. Toll, ich sammle alles noch was für den Needler auf. Aber ich habe hier ein bisschen Lebensenergie. Und auch wieder Munition für meine normale Waffe. Es ist halt geil, wie der Soundtrack dafür sorgt, dass man sich halt wirklich wie ein Supersoldat fühlt. Eine ganz große Leistung gewesen. Damals. Das kannte man so auch nicht in Videospielen. Dass man sich allein durch den Soundtrack wie ein Held fühlt. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Kann ich hier an der Stelle jetzt in die nächste Etage kommen? Nee. Komisch. Was machst du denn hier? Spaßt. Kein Nadler für mich. Everywhere. I know. Okay, ich habe wieder massig Munition aufgesammelt. Okay, was sagt denn das noch?
Da hinten sind noch zwei gewesen. Ja. It's the best you can do. Also für mich reicht. Bin ja auch schlecht, aber mir langt. Die müssen sich jetzt nicht mehr ins Zeug legen. Meinetwegen. Okay. So, auf den oberen Etagen sind noch welche. Okay, mach das mal. Oh, cool, ein extra Schild. War auch ganz gut, dass ich den gerade aufgesammelt habe, weil sonst wäre Essig gewesen. Okay, da ist nur die Leiche weggehauen. Kein Gegner. Ist auch schlecht eher. Hier muss echt ein Nest sein. Habe ich noch irgendwelche Soldaten, die an meiner Seite kämpfen? Da bin ich jetzt mal zwischen mal wieder alleine. Interessieren. Der verarscht mich. Ah! Warum? Wo kam die denn her? Wo kam die her? Wo bin ich hier? Ach, hier! Das ist dann da, wo es dann weitergeht. Ich habe es irgendwie geschafft. Stimmt, ich bin da irgendwie reingekommen. Sterb! That burns! Ja, ist ein Zweck der Sache. War eigentlich eher für den Gegner. Hier haben wir irgendwelche Rounds auf dem Boden. Alter, ich glaube, das ist das Let's Play, in dem ich mit am meisten sterbe. Ja. Okay, irgendwie schaffen sie es jetzt hier noch eine rein. Ich will hier weg. Meine Güte. Kick some ass. Gut, ich habe wieder neue Soldaten, die an meiner Seite kämpfen. Nachdem die alten alle tot sind. Probier ich jetzt mal mit denen. Okay, jetzt noch die da hinten da. Ja, lauft rein. Ups. Nimm doch mal die Waffe, die Granate, genau. Okay, den habe ich. Wo ist der andere? Dieses Pammeln ist einfach unglaublich mächtig. Gut. Jetzt habe ich das Schild im richtigen Moment eingesetzt. Okay, und wo geht's jetzt weiter? Irgendeine offene Tür. Da nicht. Die oberen Etagen. Okay. Da hinten. Okay. Da an, machen wir weiter. Maul halten! Schild funktioniert auch immer. Wie viel man in die ab und an reinpumpen muss an Munition.
Da hat sich wieder einer getarnt gehabt. I kicked ass. Schön. Back den Eis davon. Da ist wieder einer getarnt. Sag's mal, wo? Oder habe ich ihn inzwischen? Oh. Wenn natürlich nie. Achso, die sind schon tot. Ach, jetzt sind wir auf der oberen Etage. Gut. Irgendwo wurde ich gerade von irgendwas Unsichtbarem angegriffen. Da ist er. Ist halt auch interessant, insoweit, dass die halt unsichtbar sind, aber dann kein Schutzschild haben. Die Kaffee hat entweder unsichtbar oder Schutz. Ich hätte mich ja für ein Schutzschild entschieden. Muss ich ehrlich sagen. Aber hey. It's human. You don't say. Schau wieder. Okay, ich mache jetzt an der Stelle Pause. Das Drama tue ich mir nicht länger an hier. Ist ja schlimm. Ich glaube, ihr braucht jetzt nach den ganzen Toten auch eine Pause, zu dem es gerade ganz gut passt. Also, tschüss, macht's gut. Bis denne.